Auf meiner Hantelbank-Testseite versuche ich dir mit meiner Erfahrung dabei zu helfen, die beste Hantelbank zu finden. Eine eigene Hantelbank mit Hantelset und Hantelscheiben kann durchaus eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ersetzen, wenn man weiß, auf was zu achten ist und wie man diese optimal benutzt. Ich habe für dich einige Modelle unter die Lupe genommen und einen Hantelbankvergleich aufgestellt, damit du auf Anhieb siehst, welche Hantelbank für dich geeignet ist. Fitness und Ernährung ist meine Leidenschaft. Seit über 5 Jahren gehe ich regelmäßig trainieren und habe ausreichend Erfahrung gesammelt, um dir zu helfen. Nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch, denn ich habe im Laufe meiner Phase offizielle Trainerlizenzen erworben, um mein Wissen zu vertiefen. Falls du eine individuelle Empfehlung erhalten möchtest oder eine Frage offen bleibt, berate ich dich gerne kostenlos. Du kannst mich unter kontakt@hantelbanktest24.de erreichen. Im Folgenden erkläre ich die wichtigsten Fragen, die beim Thema Hantelbank auftauchen. Was muss ich bei einer Hantelbank beachten? Vor dem Kauf einer Hantelbank muss man einiges beachten. Wie viel möchtest du ausgeben und was ist dein Ziel? Günstige Modelle gibt es bereits unter 100 Euro, allerdings kommt ein günstiger Preis meist mit einer Minderung der Nutzbarkeit einher. Eine sehr kostengünstige Hantelbank empfehle ich nur den Sparfüchsen, die sich fit halten möchten. Möchtest du mit deiner Hantelbank jedoch ernsthaft ein Fitnessstudio setzen, solltest du um die 100 bis 150 Euro einplanen. Dafür bekommst du allerdings schon ein sehr hochwertiges Modell, die ein Leben lang halten werden. Hantelbänke über diese Preiskategorie sind Premium-Modelle, die man oftmals auch zusammenklappen kann. Folgende Punkte sind wichtige Kriterien, nach welcher du eine Hantelbank beurteilen solltest. Nutzen. Wofür möchtest du die Hantelbank primär nutzen? Sicherheit. Wie sicher ist die Hantelbank konstruiert? Verstellbarkeit. Kannst du die Rücken- oder Sitzlinie neigen? Belastbarkeit. Wie viel Gewicht kannst du der Hantelbank zumuten? Geräumigkeit. Kannst du die Hantelbank einfach verstauen oder falten? Zusatz. Bringt die Hantelbank schon Zusatz mit oder kann dieser angebracht werden? Kaufkriterien. Verstellbarkeit. Nach meinem eigenen Hantelbanktest kann ich dir sagen, dass so ziemlich alle Hantelbänke heutzutage sicher genug konstruiert sind. Zumindest all jene, die ich auf meiner Seite empfehle. Woraus meine Hantelbank letztlich ankommt, ist die Verstellbarkeit. Eine nicht verstellbare Hantelbank, also eine Flachbank, ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Die Anzahl der Übungen, die man auf einer Flachbank ausführen kann, ist äußerst begrenzt. Ferner ist der Aufpreis zu einem verstellbaren Rückenpolster minimal und erweitert die Nutzung erheblich. Belastbarkeit. Die Belastbarkeit der Hantelbänke ist ein wichtiger Aspekt. Wie viel Gewicht kannst du ihr zumuten, trägt maßgeblich zur Kaufentscheidung bei. Während Anfänger und eher schlankere Menschen mit einer Belastbarkeit von 200 Kilo auskommen können, empfiehlt sich für all jene höhere Werte. Man muss bedenken, dass das Eigengewicht zu dem Gewicht des Hantelsets hinzugerechnet werden muss. 200 Kilo erreicht man schnell. Ich habe bei jeder Hantelbank die maximale Belastbarkeit angegeben, sofern vorhanden. Manche Hantelbänke sind klappbar, das heißt, man kann sie auf ein Minimum ihrer Größe zusammenfalten und verstauen. Beispielsweise unter der Couch oder auch gegen die Wand lehnen. Das ist ein interessanter Aspekt, welcher vor allem für Menschen mit wenig Platz interessant sein dürfte. Ich persönlich würde mich heute für eine klappbare Hantelbank entscheiden, wenn ich nochmals in eine Studentenbude ziehen müsste. Es ist schon sehr angenehm, die Hantelbank schnell verstauen zu können, falls man Besuch erwartet. Achte darauf, dass du zumindest die Rückenlehne der Hantelbank verstellen kannst. Eine Flachbank ist kaum günstiger und bietet weitaus weniger Möglichkeiten. Darüber hinaus empfehle ich eine Belastbarkeit von mindestens 250 Kilo, damit du auch zukünftig sicher auf deiner Hantelbank trainieren kannst. Faltbare Hantelbänke sind eine sehr angenehme Option für Leute mit wenig Platz. Wie und was kann ich mit meiner Hantelbank trainieren? Grundsätzlich kannst du mit deiner Hantelbank deinen gesamten Körper trainieren, sofern du dir noch ein zusätzliches Hantelset mit Hantelscheiben besorgst. Das ist der große Vorteil einer Hantelbank mit Hanteln und Gewichten. Sie vereinen im Grunde ein komplettes Fitnessstudio und bringt dir auf kleinen Raum in deine Wohnung. Auf YouTube findest du viele Anregungen für Übungen, die du bequem in deinem eigenen Fitnessraum ausführen kannst. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, man könnte zu Hause nicht effektiv und schnell Muskeln aufbauen. Um wirklich Erfolg im Fitnesssport zu haben, musst du Hantelübungen in dein Training einbauen, da diese auch noch die Koordination schulen. Maschinen sind einzig und allein für die Belastung der Muskeln gebaut worden, wohingegen beim Training mit freien Gewichten natürliche Bewegungsabläufe reproduziert werden. Das hat den großen Vorteil, dass man auch bei alltäglichen Bewegungen mehr Kraft entfaltet. Du wirst es beim nächsten Umzug merken. Welches Zubehör brauche ich für meine Hantelbank? Eine Hantelbank alleine ist leider nicht ausreichend, wenn du wirklich ernsthaft trainieren möchtest. Es gibt sehr viel Zubehör, doch nur das Wichtigste brauchst du wirklich. Ein Hantelset mit Hantelscheiben reicht theoretisch schon aus, wenn du dich nur etwas fit halten möchtest. Interessanter wird es dann schon, wenn du dir deine Klimmzugstange oder Langhantel besorgst. Dieses Zubehör ermöglicht dir, mehr Übungen auszuführen und somit dein Training abwechslungsreicher zu gestalten. Ich habe dir das wichtigste Zubehör hier aufgelistet. Durch einen Klick auf den Namen erhältst du mehr Informationen zum jeweiligen Zubehör. Zubehörempfehlungen: Hantelset gehört zu den Basics. Eine Hantelbank bietet wenig Nutzen ohne Gewichte. Ein Hantelset ist für Anfänger meistens geeignet, ebenso für Profis unverzichtbar. Langhantel, ebenfalls ein Basic. Theoretisch kann man mit einem Langhantelset schon effektiv trainieren, aber eine Langhantel erweitert die Möglichkeiten um beliebige Übungen wie Bankdrücken oder Kniebeugen. Da man nur eine Langhantel braucht, lohnt sich die Investition. Gewichte, logisch, wir müssen unser Hantelset auch mit Hantelscheiben beladen, damit wir unserem Körper einen echten Widerstand entgegenbringen können.
Wir können nur effektiv trainieren, wenn wir mit zusätzlichem Gewicht trainieren, daher ein Muss. Handelständer. Falls du dir einen Langhantel besorgt hast, brauchst du definitiv einen Handelständer. Ohne eine geeignete Ablage über deinem Trainingsgerät ist deine Langhantel nicht sinnvoll, da das Gewicht nicht vom Boden in die Ausgangsposition gehoben werden kann. Schutzmatten. Falls du Angst um Kratzer oder Beschädigungen in deinem Boden hast, bieten sich ein paar Schutzmatten an. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, deine Hantelscheibe abzulegen. Sicher ist sicher. Klimmzugstange. Optional, aber empfehlenswert. Mit einer Klimmzugstange kannst du den Rücken sehr effektiv trainieren. Diese sind schon günstig zu haben und stellen eine optimale Ergänzung zur Hantelbank dar. Achte darauf, dass du nicht zu viele kleine Hantelscheiben kaufst, sondern auch 5, 10 oder 15 Kilo Scheiben für den Fall, dass du später eine Langhantel kaufen möchtest. Falls du dir nicht sicher bist, wie du mit einem Hantelset trainieren sollst, zeige ich dir meinen Blogbeitrag 5 Muskelaufbauübungen mit Hanteln, wie du direkt loslegen kannst. Klappbare Hantelbänke. Eine beliebte und besondere Kategorie von Hantelbänken sind die sogenannten klappbaren Hantelbänke. Diese Geräte kannst du bequem zusammenfalten, sodass du sie in der Ecke verstauen kannst. Darunter leidet in der Regel nicht mal die Überlastbarkeit oder Verstellbarkeit. Klappbare Hantelbänke bieten sich also ideal für Studenten oder Menschen mit wenig Raum an. Weiterhin muss man natürlich erwähnen, dass klappbare Hantelbänke besonders einfach wieder verkauft werden können. Für gewöhnlich gestaltet sich der Versand bei Fitnessgeräten als sehr schwierig, da die Geräte so sperrig sind. Wenn du deine Hantelbank am zusammenklappen kannst, umgehst du dieses Problem. Also ebenfalls ideal, falls du dir nicht sicher bist, ob dein Training in der Zukunft fortsetzen willst oder ein Umzug ansteht. Aufbau und Montage. Falls du zwei linke Hände hast, kann ich dich beruhigen. Die Montage ist kinderleicht. Oftmals reicht schon ein einfacher Kreuzschlitzschraubenzieher aus, um die Hantelbank aufzubauen. Meist wird das benötigte Werkzeug sogar mitgeliefert. Und falls alle Nähte platzen, findest du in einem gewöhnlichen Werkzeugkoffer alles, was du benötigst. Dennoch möchte ich daran erinnern, dass eine korrekte und gewissenhafte Montage einer Hantelbank ungemein wichtig ist, damit wir uns beim Training nicht verletzen. Daher im Notfall bitte eine Person alle Schrauben, Muttern und dergleichen nachziehen lassen. Ist sie einmal fertig montiert und kontrolliert worden, sitzt sie bombenfest und kann in Betrieb genommen werden. Sogar das empfehlende Zubehör, beispielsweise die Klimmzugstange, wird heutzutage fertig zusammengebaut ausgeliefert, sodass man diese einfach in die Tür einhängen kann. Weiterhin kann man die Hantelscheiben sofort an die Hantel schrauben oder anstecken. Hier ist gar keine Aufbauarbeit vonnöten. Alles in allem ist die Montage sehr schnell erledigt und bedarf keines handwerklichen Geschicks. Welcher Hersteller für Hantelbänke? Den richtigen Hersteller für eine Hantelbank zu finden ist nicht einfach. Preis, Qualität und Nutzen müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen, um eine wirklich gute Hantelbank zu liefern. Ich spreche mich auf dieser Seite vor allem für einen Hersteller aus, nämlich Profihantel. Ich konnte bei einem Bekannten eine Profihantel-Hantelbank einen Test unterziehen und muss sagen, dieser Hersteller hält, was er verspricht und liefert hervorragende Produkte ab. Profihantel hat sich auf Leute spezialisiert, die in erster Linie zu Hause trainieren wollen. Sie bieten eine Reihe verschiedenster Hantelbänke an, alle zugeschnitten auf bestimmte Personengruppen. Kostengünstigere Premium-Modelle, aber auch leicht verstaubare Modelle. Bei Profihantel findest du wirklich für jeden Fall die absolut richtige Hantelbank. Darüber hinaus merkt man bei diesem Unternehmen, dass es dem Hersteller wichtig ist, ein absolutes Top-Produkt zu erschaffen. Sie produzieren von Sportler für Sportler und gehen dabei keine Kompromisse ein. Was ist besser, eine Hantelbank oder Kraftstation? Das Prinzip der Kraftstation klingt hervorragend. Eine Maschine, die ein ganzes Fitnessstudio setzen kann, alles bietet, was du brauchst. Was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis oftmals mangelhaft. Kraftstationen können meist kaum bis gar nicht verstellt werden, da alles fest verankert ist. Da man die einzelnen Komponenten also häufig nicht um seinen eigenen Körper anpassen kann, hat man bei dem Training Schmerzen und trifft den Muskel nicht richtig. Auch der Aufbau kann sich als sehr frustrierend erweisen, da eine Kraftstation ein extrem großes Fitnessgerät ist. Wie lange sollte ich auf meiner Hantelbank trainieren? Für das Fitnesstraining gilt folgende Daumenregel. Trainiere kurz, aber intensiv. Du brauchst also gar nicht viel Zeit für das Training aufwenden, wenn du dafür auch hart genug trainierst. Wer deutlich länger als 75 Minuten trainiert, macht zu viele Pausen oder ist nicht mit voller Konzentration bei der Sache. Falls du intensiv und sehr lange trainierst, ist das auf Dauer kontraproduktiv. Stell dir vor, du gehst auf die Sonnenbank, um dich zu bräunen. Wenn du nur 5 Minuten auf der Sonnenbank verbringst, wirst du vermutlich nicht wirklich braun. Verbringst du hingegen 25 Minuten dort, bist du danach vermutlich rot und leidest danach am starken Sonnenbrand. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Training auf der Hantelbank. Es darf nicht zu kurz, aber definitiv auch nicht zu lang sein. Ein kurzes, aber intensives Training dauert in der Regel nicht länger als 45 bis 60 Minuten. Das ist auch der Zeitraum, den ich dir für deinen Workout empfehle. Trainiere nicht deutlich länger oder wesentlich kürzer. Wer sollte sich eine Hantelbank kaufen? Da du auf dieser Seite gelandet bist, gehe ich davon aus, dass du auch schon mit dem Gedanken gespielt hast, dir eine Hantelbank zu kaufen. Die Vor- und Nachteile des eigenen kleinen Heimstudios sind meiner Meinung nach die folgenden. Vorteile. Keine monatlichen Gebühren, keine Ausreden mehr, keine Anfahrtszeit, der gesamte Körper kann trainiert werden, ungestörtes Training. Nachteile. Nimmt viel Platz zu Hause ein, Übungsvielfalt ist limitiert, benötigt gegebenenfalls weiteres Zubehör.
Du kannst also theoretisch selber entscheiden, ob dir das Training in deinen eigenen Verwänden zusagt. Wenn du ausreichend Platz hast, kannst du dir ein echtes kleines Mini-Fitnessstudio zulegen. Falls nicht, ist es theoretisch auch schon mit einer klappbaren Hantelbank und einem Hantelset getan. Wie du dich auch entscheidest. Theoretisch kann jeder, der einen längeren Weg ins Fitnessstudio hat, nicht gerne nach der Arbeit hinfährt oder sich verträglich binden möchte, eine Hantelbank zu Hause kaufen.